gegen 20.20 Uhr gab es auf dem Rasthof Hasselberg Ost eine Explosion, die bis in die Nachbarorte zu hören war. Grund hierfür war vermutlich ein Luftgasgemisch, welches sich im Fahrerhaus eines 39-jährigen LKW-Fahrers bildete. Noch sind die Ermittlungen nicht abgeschlossen. Aber es könnte sein, dass der Mann in seinem Fahrerhaus gekocht hatte. Eine 11 Kilo Gasflasche konnte von der Polizei im Fahrerhaus aufgefunden werden. Also wie das zu der Explosion kam, kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Die Kollegen haben gestern eine 11 Kilo Gasflasche sicherstellen können, bergen können aus dem Führerhaus. Wir müssen momentan davon ausgehen, dass die ja wahrscheinlich ursächlich war. Also Umgang mit einer Gasflasche möglicherweise. Unter welchen Umständen das aber dann zu der Explosion kam, können wir momentan nicht sagen. Der Verletzte konnte momentan noch nicht befragt werden. Und die Untersuchungen am Fahrzeug dauern heute noch mal an. Das heißt, werden heute noch mal fortgeführt. Umherfliegende Teile beschädigten zum Teil erheblich 7 weitere Fahrzeuge, verletzten jedoch glücklicherweise keine weiteren Personen. Auch ein Tankfahrzeug, welches direkt vor dem LKW stand, wurde nicht beschädigt. Ersthelfer retteten den Mann aus seinem Fahrzeug und löschten den Brand mit Feuerlöschern. Am Tag danach wird das Ausmaß der Explosion erst richtig sichtbar. Überall liegen Trümmerteile, das Fahrerhaus ist komplett zerstört. Über den Gesundheitszustand des Fahrers konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Der Fahrer hat es überlebt, allerdings kann ich momentan nichts über die Schwere seiner Verletzungen sagen, da haben wir momentan keine Informationen vom Krankenhaus. Wie am Nachmittag bekannt wurde, schwebt der Mann in akuter Lebensgefahr. Da der Mann bis heute nicht vernehmungsfähig war, bleibt die Ursache noch unklar. Die Polizei hat noch am Abend die Ermittlungen aufgenommen, die sich auch über den darauf folgenden Tag hinzogen. Der Sachschaden wird auf ca. 95.000 Euro geschätzt.